Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Sollte die Kamera jetzt funktionieren, freut es mich sehr. Ich habe wieder meinen Längsstreifen-Sträflingsbulli an. Einer meiner Lieblingsbullis und ich glaube, der passt eh recht gut zu dem Spiel hier. Sollte die Kamera wieder nicht funktionieren, tut es mir an der Stelle wahnsinnig leid. Ist mir einfach nur ein Rätsel. So ja. Normalerweise sollte sie gehen, denn die meisten Erfolgschancen hatte ich damit, wenn ich das Spiel starte, auf den Desktop zurückkehre und nochmal in das Spiel reingehe und dann die Kamera starte, dann hat sie eigentlich die meiste Zeit funktioniert. Ich bin gespannt. Ich werde es dann beim Rendern und Schneiden entdecken. So, gehen wir das Elend weiter an, ne? Ich habe ja den heißen Tipp bekommen, dass ich nicht unbedingt immer schleichen muss. Ja. Das ist halt automatisch so, diese Vorsicht, wenn man quasi die Hosen gestrichen voll hat, so wie ich. Nicht wörtlich. Aber ja, so. Wo mussten wir? Wir mussten hier lang, ne? Ja. Hüpf. Sprinten? Warte, Sprinten war jetzt nochmal hier, ne? Ja, ja, alles gut. Das war Sprinten, alles gut. Ja. Die Kamera war rechte Maustaste, ne? Mit F für die Sicht, ja genau. Ich... Who's there? Da ist wer... Da ist jemand. Natürlich ist jemand, nämlich der eine Typi. Achso, ich schleiche schon wieder, Entschuldigung. So. Na, hüpf. Okay, ich muss mir jetzt nur noch schnell einprägen. Okay, bei dem Loch geht's wieder raus. Gleich gegenüber von dem Kastel hier. Okay, warte, wo waren jetzt noch schnell... Ich tue mich so schwer mit dem Orientieren. Da drüben, ne? Ist eine Tür. Da auch eine Tür. Konnte ich da nicht rein? Entschuldigung. Geht da nicht. Mach auf. Den Dreck. Geht ja. Normal ist der Typ hier noch nicht da, ne? Der kommt jetzt gleich. Kurz. Ich habe Ding ausgeschalten. Stehe ich hier richtig? Ich hoffe. Wo ist denn das Teil? Ich werde mich kurz verstecken. Ich glaube, ich werde mich hier verstecken. Weil der Kerl sollte gleich kommen. Das muss ich kurz abwarten. Ich mag keine Horrorspiele. Geht er da ein bisschen rumschauen, normalerweise? Ah, das war der Schrank, den er aufgemacht hat. Hat man gerade das Wasser gehört? Ich hoffe. Ich trau mich da echt nicht normal zu gehen. Jetzt kommt er rein hier raus. Alter!
Okay, ich glaube, ich kann auf die Seiten wechseln. Darüber war ich eigentlich immer sicher, ne? Bin gerade voll konzentriert, Entschuldigung. Warten. Jetzt geht wieder ins Wasser. Darüber. Alter, was mache ich da? Ich bin vorbeigelaufen, ich Vollidiot. So. So, warten, warten. Das scheint echt zu gehen. Mit dem Normal gehen. Alter. Was mache ich hier in diesem Spiel, ey? Das ist etwas. Aber eigentlich, ich habe so Bammel vor Resident Evil, ne? Ich habe gestern Game 2 geschaut. Das soll wieder so sein wie das 1er. Ich hasse das 1er. Ich musste aufgeben. Ich musste echt aufgeben. Ich konnte das Spiel nicht fertig spielen. Ich war fertig mit den Nerven. Fertig. Aus. Und. Ja. Mich war das einfach zu viel. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo der Sackelbicker hin ist. Ob er rüber ist. Drück! Mach! Drück! Irgendwas! Schalter, Hebel! Sieht mich da nicht. Wieso? War nicht da der Knopf zum Drücken? Hä? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Dreck, verfluchte Elendiger. Echt. Entschuldigung, jetzt muss ich zum Fluchen anfangen. Aber ich kenne mich gerade nicht aus. Echt. Ah, jetzt bin ich da wieder. Wieso ging das jetzt gerade nicht? Ah, da kommt er. Geht gerade rein. Was? Wieso geht das nicht? Ich will wissen, warum das nicht geht, du Sau! Wieso nicht? Was muss ich drücken? Ich will das jetzt einfach nur wissen. Ich will das jetzt... Ich weiß, ich werde sterben, aber warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Knopf drücken! War das nicht da? Boah, ist das kacke, ey. Nein, ich find's gerade kacke. Muss ich gerade ehrlich sagen. Wieso läuft die Kamera? Hör auf damit. Ich finde das gerade kacke. Warum? Ist nicht da... Wäre noch so ein Generator-Scheißdreck gewesen? Ich stalt ein, den Scheiß. Wieso geht das nicht? Du blöder Krüppel, echt? Entschuldigung, ist ja wahr. Ja, betätigen Sie den Hauptschalter, das müsstest du sein. Dann woanders? Und wo? Ah! Etwa die Tür, die er eingetreten hat. Die da? Das da? Wahrscheinlich da, ne? Das muss man wissen. Bitte, woher soll ich das wissen? Da. Ach komm, lass das eingeschaltete Dreckkamera ausducken.
die eine Tür, die er eingetreten hat. Die dann neben uns, da geht's sicher weiter. Wo er raus ist, ne? Na los, hau ab, du Kerl. Ja. Meiner kriegt wieder einen Herzinfarkt. Ich glaube, er ist rüber, ne? Mach auf! Oh, war da oben was? War da gerade was weiß? Ich habe gerade keine Ahnung. Kommt er jetzt hier rein? Ich hätte Zeit gehabt, okay. Hat sich nämlich so angehört, dass wenn er hier schon wäre. Was macht der? Hä? Das hört sich an, als wenn er ganz weg wäre. Decken. Psst. Müsste gleich kommen nochmal. Wahrscheinlich kann man rausrennen, im Kreis herum, bei der anderen Tür rein. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte ich jetzt gleich rausgehen können, auf die andere Seite rüber, dann geht er dann mal hier rein, ich kann rübergehen. Ja, er ist auf jeden Fall mal hier. Macht er gleich den Schrank auf. Ja. Jetzt haut er nochmal ab. Ich höre ihn gerade überhaupt nicht. Ist er wieder in den Raum rein, wo er vorher war? Als er drin war? Ich hasse solche Spiele. Warum spiele ich sie dann? Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren. Da habt ihr schon recht, warum spiele ich das? Ich wollte es nur mal testen. Nur mal austesten. Ausprobieren, ob es was für mich sein könnte. Das ist ja da oben, ne? Wie jetzt? Lauf! Jetzt bleibt der Trepp hängen. Ich mag solche Spiele nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich werde wieder verrecken, das weiß ich jetzt schon. War es gerade Wasser? Thank you.
Keine Ahnung. Ja, es ist ruhig, ne? Da meine Batterie. Er kommt wieder, ne? Scheißendreck, ey. Vor allem immer finster, du siehst nix. Der schnauft so laut. Du kannst nichts hören, ey. Bin komplett orientierungslos. Hilft nichts, wir haben probieren müssen, ne? So. Eine Batterie. Aber wo dieser Hauptschalter sein soll? Habe ich keine Ahnung. Ich habe auch nicht mal eine Ahnung, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ich weiß nur, meine Batterie ist wieder aus. Ich sehe nichts. Das da? Das hier? Und jetzt? Jetzt kommt er, ne? Hoffentlich war das die richtige Tür. Der kommt jetzt sicher hier rein, ne? Nebenan. Puh. Alter. Jetzt kann ich euch den Becher zeigen. Kann man das lesen? Wenn halt die Kamera geht. Die Welt ist ein Irrenhaus, wie treffend. Und hier ist die Zentrale. Hier. Passt so super. Hört man ihn? Ja, stimmt. Nachladen. Die Batterie. Der ist immer noch da. Wieder her, das Kerl, ne? Scheiße! Ich muss mich bereit halten. Diesmal erwischte mich wahrscheinlich. Was ist das Kacke? Ich höre ihn aber nicht. Der ist immer da drüben.
Kommt der näher? Geht er weg? Ist das ein Grafikfehler? Lauf! Ha, wieso rennt der nicht? Aha, was haben wir da? Da ist Scheiße, da ist Scheiße, noch mehr Scheiße. Über Hindernisse hüpfen, wenn er das mal tun würde. Was ist das alles? Scheiße, alles Scheiße, Scheiße, Scheiße. Hüpf drüber! Mei, ist der behindert. Hüpf! Ey, du Idiot! Zum Kacken zu dämlich. Und jetzt aber. Lauf, hüpf, spring! Mach was! Ich hab keine Ahnung, wo ich hin soll. Scheiße! Scheiße! Geht doch. Alter. Geht doch. So. Was denn jetzt schon wieder? I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before. Warum? Warum? Wo kommt der jetzt auf einmal her? Wir leben noch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so toll ist. Aber der ist unerschütterlich, ne? Der ist einfach unerschütterlich. Sehen wir hier vielleicht. Vergiss nicht, dass Notizen in deinem Notizblock nur dann hinzugefügt werden, wenn du wenn du einen was hast? Gut. Dann gehen wir mal lesen, ne? Notizen. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welchen bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernick hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Der hat ein Glück. Der hat ein Glück. Da haben wir alles. Naja, passt. Der hat ja mal ein Glück. Der ist einfach... Da durfte schon. Wir dürfen noch nicht. Na, also... Wäre auch zu schnell vorbei. Geht da draußen jemand? Wieso geht denn das jetzt auf? Ich wollte nur schauen, ob es einen Eintrag gibt. What the fuck? Die ist wieder mal zu. Hallo?
Wieder die armen Teufel, ne? Alter! Schalter. Servus. Alles okay? Ich glaube, die Tür lasse ich zu. Was? Alter. You look like you've seen a ghost. Ja, nicht vielleicht. Hallo. Ich bin lieb. Scheiße, wie komme ich hier jemals wieder raus? Scheiße, Batterie geht auch schon wieder aus. Mann, ey, wie geht's jetzt hier weiter? Mein Herz, Alter. Na, da war ich schon, ne? Irgendwie geht's da nicht sonderlich. Meine Batterie, ne? Ich sehe ja. Sehe ich überhaupt irgendwas? Nö. Stockdunkel, ich. Notizen. Nekromantie. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den wenigen schrecklichen Dingen. Oh, fuck. Ich mag nicht. Das ist alles so schrecklich hier. Ich brauche die Kamera gerade ein bisschen. So, jetzt geht's. Was ist hier? Oh. Hey, you. Oh. Hä? Alter Schalter. Der B-Block. Ja. Ich freue mich. Ich will da gar nichts aufmachen, ehrlich gesagt. Okay, ist ja alles versperrt. Ach, du Heilige.
Beweg dich zu der Kante hin, um dich daran festzuhalten. Okay. Ach, du Heilige. Na, du liebe Zeit, echt. Der Part ist zu Ende. Sehr schön. Warte, bleib ich gleich mal hier. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Alter, ich werde wieder nur 3 Folgen machen, sehe ich schon kommen. Dann brauche ich wieder ein paar Tage Pause. Na gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen dieses Zustandes hier. Und ja, ich hoffe, wir kommen hier lebend raus. Ja, also dann, ihr Lieben. Einen schönen Tag, einen schönen Abend wünsche ich euch allen. Und wir hören und sehen uns, wenn die Kamera mitspielt, beim nächsten Mal. Tschüssi!